damit ihr einigermaßen seht und versteht, was ich hier mache. So macht man dann eben die Kamera auf und dann schaltet die sich auch schon gleich ein. Dieses Video ist auch besonders für jene, die gerne mal ein anderes YouTube-Video als den üblichen Standard sehen. Die Mootrain Point-and-Shoot ist sicher nicht als der Entwurf einer professionellen Kamera zu verstehen. Es handelt sich wohl eher um ein Kinderspielzeug, aber gerade deswegen sollte man es ernst nehmen und überlegen, ob es hochwertig, nachhaltig und ausgereift genug ist, um es Kindern in die Hand zu geben. Gerade sie sind es schließlich, die die Welt noch mit wirklich offenen, geschärften Sinnen erfahren. Über die hier dargestellten Time Warblings kannst du jene Themen, die dich besonders interessieren, direkt ansteuern. Im weiteren Verlauf findet sich sowohl ein Bild- wie auch ein Tonvergleich der Kamera. Die Mootrain wird unter anderem in Weiß, Himmelblau, Erdbeermilch, Pink und Schwarz angeboten. Auf der Vorderseite ist statt eines dorthin schwenkbaren Monitors ein welliger Spiegel eingelassen und erfüllt einen ähnlichen Zweck. Sobald man den Spiegel nach unten schiebt, verschwindet Record Every Moment. Stattdessen wird der Blick auf eine besonders kleine Linse frei, die stark an in preisgünstige Telefone von Drittherstellern eingelassene Objektive erinnert. Dennoch steht daneben sogar ein Fotoblitz zur Verfügung. In die Kamera ist ein Akku fest eingebaut. Dieser hält scheinbar ewig. Eine 32 GB Speicherkarte wird von vornherein mitgeliefert. Es können sogar bis zu 128 GB zugeführt werden. Angesichts der Kameramenüs sowie des einzigen zur Verfügung stehenden Kamera-Signaltons, diese lässt sich dimmen wie auch abschalten, fühlt man sich stark an die Anfänge der Consumer-Elektronik und die ersten Gameboys als Massenware bzw. Computerspiele aus Zeiten von Amiga und Commodore erinnert. Die ganze Bedienführung fühlt sich behäbig an. Der tatsächlich verfügbare Fokus zoomt vor und zurück, entscheidet sich als dann, trifft jedoch in den seltensten Fällen genau. Die Kamera kann Fotos mit bis zu 48 Megapixeln schießen? Wahnsinn! Vielleicht rechnet sie künstlich noch extra Pixel hinzu, um auf solche Zahlen zu kommen. Sie zeichnet Videos mit einer maximalen Auflösung von 1920x1080 Pixeln auf, also das klassische Full HD. Der Codec der erzeugten MP4-Files ist ziemlich eigenwillig. In der Kamera selbst werden die Originalvideoaufnahmen korrekt wie gefilmt abgespielt. Wenn ich die Filmdaten aber im Anschluss an den Import über SD auf Windows 11 abspiele, wird der Ton zwar in Originallänge wiedergegeben, die Videos werden jedoch gleichzeitig in mindestens doppelter Geschwindigkeit abgespielt, so dass man beim ersten Teil der Wiedergabe eine Art Zeitraffer sieht, aber in der Mitte der Wiedergabe bleibt dann plötzlich das letzte Bild stehen und man hört von nun an lediglich noch den Auslauf. Ton. Auf diese Weise entsteht dennoch eine spannende Experimentalfilmerfahrung, die das Ephemere von Filmen, Bildern und Erinnerungen in den Vordergrund stellt und mit dem zeitlos verwaschenen Bildmaterial in Einklang steht. Erstaunlicherweise werden die Filmdaten in einer professionellen Videoschnittsoftware dann aber wieder korrekt in Originalgeschwindigkeit wiedergegeben und können dementsprechend intuitiv weiterverarbeitet werden. Jedoch frage ich mich, ob Kinder, die vielleicht gerade erst am Anfang von komplexen Prozessen wie der digitalen Bearbeitung von Medieninhalten stehen, diesbezüglich etwas überfordert sein könnten und stattdessen pauschal annehmen, ihre Filmsequenzen seien nicht gelungen. Und wo wir schon mal bei den verwaschenen Bildern sind, ich habe vor ein paar Jahren, als ich noch als brotloser Künstler zwischen Experimentalfilmfestivals unterwegs war, einen Kurzfilm namens Handy Movie gedreht. Tatsächlich nur mit einem Billig-Handy in super schlechter Qualität, der wurde glatt auf ein paar Festivals herumgereicht. Wie gesagt, eigentlich schlechte Qualität, aber der Reiz bestand gerade an dieser Grenze zwischen unsichtbarem Traum und Fantasie. Soweit hier ein kurzer Ausschnitt davon, damit ihr mal ganz kurz die visuelle Stimmung aufsaugen könnt. Ah!
Aber das Wesentliche kam, wie immer beim Film, sowieso über den Ton. Warum erzähle ich das Ganze hier? Und ich glaube, dass man mit dieser Moodrain-Kamera selbst im Jahre 2024 noch immer eine ganz ähnliche Stimmung zaubern kann, weswegen ich hier mal kurz zwischendurch eine Mini-Traumsequenz zeige. Und die habe ich ausschließlich mit der Moodrain gedreht. It's the final countdown. It's the final countdown. Sorry. So. So, nun aber wieder zurück zu den technischen Daten der Kamera. Interessanterweise lassen sich in den Submenüs der Kamera unterschiedliche Bildprofile, Schärfegrade, Auflösungen, ein gewisses Spektrum an Weißbalancen, ein Self-Timer und ähnliche Spielereien aufrufen. Aber in Bezug auf die eigentliche Essenz der Fotografie, die Justierung von Fokus, Blende und Belichtungszeit, ist keine manuelle Einstellungsmöglichkeit gegeben. Dies mag daran liegen, dass das Objektiv nur eine einzige Blendöffnung zur Verfügung stellt, aber den Fokuspunkt hätte man vielleicht irgendwie auch manuell justierbar machen können, beziehungsweise die Belichtungszeit manuell einstellbar optionieren können. Lediglich ein gewisser Grad von Über- und Unterbelichtung lässt sich festlegen. Eine solche Kamera, die sich auf die wesentlichen Elemente des Fotografierens reduziert und stattdessen ganz auf die Möglichkeit zu filmen verzichtet, wäre noch interessanter gewesen. Andererseits hätte man dann nichts anderes als die digitale Variante einer analogen Fotokamera in der Hand. Aber vielleicht kann man es auch anders betrachten. Der hohe Anteil an teils höchst unzureichender automatischer Präselektion sowie die Begrenztheit der Mittel erinnern an das ehemals in der Sowjetunion entwickelte Konzept der Lomographie. Mit digitalen Mitteln wird das Unvorhersehbare nun auf diese Weise auch auf das Medium Video übertragen. Vergleichen wir nun die Kamera mit einigen anderen modernen, aber viel teureren Kameras und deren Mikrofonen. Wir testen jetzt hier also sozusagen den Vlogging-Modus der Moodrain-Kamera. Wir haben auf der linken Seite die meines Erachtens derzeit beste Action-Kamera am Markt. Die nimmt in HDR auf, im weitesten Sinn alles sonst auf Automatik gestellt. Auf der rechten Seite haben wir die kleinere, sage ich mal, universellere Action-Kamera. Das ist die Go 3. Dann gibt es schon die Go 3S, die hier oben an meiner Stirn klebt. Die schaut sich das Ganze eben von oben an, deswegen könnt ihr euch das jetzt hier auch ansehen, wie das von mir hier, von meiner Seite hier aussieht. Und in der Mitte eben die Moodrain-Kamera. Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen drei Kollegen hier. Und zwar ganz links nehmen wir in 4K 30p auf. Das entspricht so in etwa dem heutigen Durchschnitt oder Standard. Auf der rechten Seite nehmen wir jetzt nur in 2,7K bei 30p auf. Das heißt, die Auflösung müsste eigentlich schon geringer sein. Und ganz in der Mitte, die maximale Auflösung der Moodrain-Kamera liegt bei 1080p. Also das klassische HD-Bild, was wir jetzt hier sehen. Und es kommt jetzt eigentlich nur darauf an, was ihr dazu sagt. Ich habe hier übrigens auch noch das DJI Mic 2 mal hier oben mit dran geklebt. Eventuell sollte das besser sein als all diese Mikrofone hier drin. Wir hören uns jetzt einen direkten Mikrofonvergleich hier nochmal direkt im Vergleich an. Also wie sind die Höhen, wie sind die Mitten und so weiter. Hier nochmal direkt im Vergleich an. Also wie sind die Höhen, wie sind die Mitten und so weiter. Hier nochmal direkt im Vergleich an. Also wie sind die Höhen, wie sind die Mitten und so weiter. Hier nochmal direkt im Vergleich an. Also wie sind
sind die Höhen, wie sind die Mitten und so weiter. Hier nochmal direkt im Vergleich an, also wie sind die Höhen, wie sind die Mitten und so weiter. Übrigens hier oben ein omnidirektionales Mikrofon. Das heißt, letztendlich sollte man trotzdem, dass hier oben klebt und in die Richtung zeigt, mich ganz gut verstehen. Zusammengefasst, für den unschlagbaren Preispunkt einer konventionellen Speicherkarte bekommt man neben 32-Bit gleich noch eine digitale, Lomo-ähnliche Fotoknipse und experimentale Filmkamera mit dazu, die man sodann aber noch nicht mal anschalten muss, um sich im psychedelisch anmutenden Zerrbild eines Kunststoffspiegels zu beschauen. Und wer hat schon keinen Spaß daran, Zeuge der Entstehung von etwas Unabsehbarem zu werden? Alles Weitere habe ich bereits erklärt. Für weitere Details, also bitte nochmal zurückspulen. Die technischen Daten erschließen sich über das ebenfalls abgelichtete Datenblatt. Ganz zum Schluss schauen wir uns nochmal an, wie ihr euch einen Fotonachmittag im Wald vielleicht vorstellen könnt. Aber Achtung, es könnte sein, dass die einen Bilder mit dem, was dann tatsächlich zu sehen ist, nicht so ganz übereinstimmen, um den Spaß dabei am Laufen zu halten. Dennoch wurde jedes einzelne Bild original mit der Moodtrain erstellt. So, also ich denke, ihr solltet das jetzt hier auch im Spiegel sehen. Wir haben hier oben so eine Art Körperkamera und das eine Mikrofon hier, damit ihr einigermaßen seht und versteht, was ich hier mache. So macht man dann eben die Kamera auf und dann schaltet die sich auch schon gleich ein. Was jetzt immer passiert, wenn man auf das Menü drückt, kommt man automatisch in den Videomodus. Der schaltet sich leider dann auch immer wieder zurück, falls man da permanent bleiben wollte. Ist das nicht so praktisch. Und noch einmal gedrückt gibt es hier einen Browser, wo man entweder nach Fotografien oder Videos suchen kann. Und das nächste Mal drücken, dann ist man schon wieder zurück. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz hier diesen Workflow zeigen. Also, wenn ich jetzt Fotos machen würde hier in diesem schönen Wald, ja? Dann schaue ich mir also an, wir machen gerade ein Foto, das heißt, ich halte die Menütaste gedrückt. Da sehe ich also maximale Auflösung, ich will keinen Burst Shoot, ich will keinen Timer, ich will die Belichtung mal so lassen, wie sie ist. Die Weißbalance habe ich hier schon auf Tageslicht gestellt. Qualität hoch, dann sozusagen, ja, die Schärfe können wir erstmal so lassen und jetzt gibt es hier noch diesen Effekt. Der ist in dem Fall auf normal. Ich drücke hier mal drauf und dann sieht man eben, ich könnte schwarz-weiß oder rot oder grün das Bild einfärben. Es geht aber auch noch weiter, wenn man nach unten drückt, also blau oder warme Farben, kalte Farben, lebendige. Die will ich euch jetzt mal im Unterschied zeigen. Dann gibt es hier noch einen Unterton, vielleicht das ist sowas wie sehr geringe Sättigung und ein Negativ. So, also kommen wir mal hier bei dieser schönen Waldszene. Ich fotografiere dann immer nach oben, erstmal zu normal. Dann drücke ich hier einmal auf Menü, das ist dann das Hauptmenü der Kamera und noch einmal, dann sind wir auch schon wieder zurück. Hier ist jetzt leider Face Detection noch an, also wir müssen noch einmal zurück, müssen die Face Detection rausnehmen, sonst würde er wahrscheinlich jetzt immer versuchen, nach einem Gesicht zu suchen. Das schließen wir also. Menü und Tageslicht passt ja sonst immer noch. Gut, jetzt gehen wir also einmal nach oben hier und ich knipse im Standardmodus einmal dieses Bild. Nummer 1 war das. Jetzt rufen wir das Menü wieder auf. Vergleich dazu gehen wir bei den Effekten auf Schwarz-Weiß. Das ist meiner Ansicht nach gar nicht so richtig schwarz-weiß, sondern eher so eine Art Schwarz-Weiß-Poster-Effekt. Ja? Ist ganz interessant, das hatten wir in den, weiß ich nicht, 80er Jahren mal oder sowas in der Richtung. Dann, ich drücke hier wieder drauf, halte gedrückt und schon kann ich mich ganz schnell wieder hier durchklicken. Oh, das war falsch. Wir sind automatisch jetzt hier leider wieder bei der Kamera gelandet. Das war falsch. Wir wollen ja kein Video jetzt aufnehmen. Also die Bedienung ist nicht immer super intuitiv. Jetzt sind wir wieder bei Video. Ist ja ein Blödsinn, das wollen wir gar nicht.
Gut, jetzt muss ich also nochmal Menü drücken und dann nochmal Menü drücken. Jetzt sind wir wieder im Fotomodus. Drücken und gedrückt halten. Ihr seht also, die Bedienung ist hier nicht die intuitivste, aber wir machen mal mit den Effekten weiter. Ich erspare euch vielleicht mal diese ganze Zeit. Effekt normal, schwarz-weiß hatten wir schon, dann rot. Dann nehme ich mal jetzt nur ein Beispiel, nämlich blau. Ja, nehmen wir mal an, wir würden den Wald in blau einfärben. Dann würde der auch wirklich blau eingefärbt aussehen. Macht jetzt bei einem Himmel nicht wirklich Sinn. Ich rufe das Menü wieder durch gedrückt halten auf. Gehe jetzt hier runter. Gehe wieder zu dem Effekt und jetzt nehmen wir statt blau einfach mal wieder die warme Farbe. Ja, das könnte jetzt interessant sein, wie da die Unterschiede sind. Also jetzt dieselbe Szene hier, einfach warm eingefärbt. Da sind wahrscheinlich einfach die gelblichen Töne ein bisschen mehr eingefärbt. Jetzt wieder drücken und gedrückt halten. Wir gehen hier runter, nehmen jetzt stattdessen die kalten Farben. So, das wären jetzt hier die kalten Farben. Mal sehen, ob das jetzt einen Riesenunterschied zu den Standardfarben macht. Drücken und gedrückt halten. Wir gehen hier wieder zu den Effekten. Drücken auf OK. Gehen jetzt auf Vivid. Das heißt, wir haben jetzt hier lebendige Farben ausgewählt. Hier mal wieder hoch. Uiuiui, ich sehe schon. Die lebendigen Farben knallen auf jeden Fall ganz schön rein. Man muss ja immer erst warten, bis der Fokus da wirklich seine grüne Bestätigung von sich gibt. Hier unten sieht man es übrigens deutlich. Ich zeige euch gleich nochmal vom Boden diese lebendigen Farben. Vielleicht ist es auch besser, hier unten zu vergleichen. Als nächstes schauen wir uns gleich nochmal die... Was haben wir hier noch? Den Unterton an. Unterton klingt unheimlich. So, hier oben. Ah ja, stimmt. Das ist also eine ganz schwache Sättigung. Zeige ich euch gleich hier in dem Boden nochmal im Vergleich dazu. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, fast schon reduzierte Farben. Und als letztes haben wir hier noch das Negativ, was wahrscheinlich einfach die Farben invertiert, erwartungsgemäß, ja. Okay, und das kann man hier unten auch nochmal auf dem Boden probieren. Ja, soweit haben wir uns jetzt hier mal durch diese verschiedenen Farbeffekte durchgeklickt. Ich denke, wenn man da bei dem Unterton bleibt, ist das vielleicht am schönsten. Das lässt sich übrigens auf Video auch anwenden, ja? Also insofern ganz cool. Schauen wir gleich nochmal rein. Nicht, dass ich euch was Falsches sage. Also wir gehen jetzt hier in den Videomodus, rufen da das Menü auf. Und dann haben wir hier sozusagen die Effekte, normal, rot, grün. Ja, also alles andere lässt sich hier auch im Videomodus aufrufen. Was ich aber spannender finde, wenn wir schon mal bei Video sind, können wir statt der normalen Aufnahme in Full HD auch Slow Act aufnehmen. Und das schauen wir uns jetzt sofort mal an. Ich versuche, ob wir das eventuell hier mal so noch mit draufstellen können, diese Kamera. Slow Act, ja. Okay. Schauen wir mal hier, Slow Act. Ich stelle das mal so ein bisschen schräg hin. Nee, das wird so nichts. Ja, das ist vielleicht ganz cool. So. Also, hoffen wir mal, das klappt jetzt hier, ja. Ich mache da jetzt mal hier ein Slow Act für euch. Ja. So, das soll jetzt hier das Slow Act sein. Ja. Gibt keinen Bestätigungssound, wenn man da wieder rausgeht. Und jetzt rufe ich das Menü nochmal auf.
und jetzt kommt hier der Timelapse. Ist auch nicht weiter genau definiert, wie der dann da umgesetzt wird. Aber schauen wir hier nochmal zu dem Timelapse. Da schätze ich mal, oh sorry, jetzt ist hier der Grashalm vor der Linse. Muss jetzt hier eine Weile länger stehen. Also, ich drehe mich mal ganz langsam durch den Raum. Dim, 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 dim. Und hoffentlich macht die Kamera dann irgendwie so eine Art Timelapse daraus. Ja? Der sollte ja dann aber ganz schnell ablaufen. Ja? Jo, soweit so gut. Da.